Ja, der Ender 3 und der Ender 3 V2 stehen schon wieder neben mir. Ist ja nicht so, als wenn ich schon genug drin rumgeschraubt hätte. Aber was ist diesmal los? Wenn du es wissen willst, bleib dran. Gute und grüße wohl, ihr lieben Meckerlein. Ich bin die Maggie von Meckorama.de und heute schauen wir uns mal an, was wir mit diesen zwei schönen 3D-Druckern noch so anstellen können, damit die besser drucken. Wisst ihr, was ich auch noch schön finde? Die 22% meiner Zuschauer, die den Kanal abonniert haben. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du unten den Abo-Button drückst und damit der Meckorama-Family beitrittst. Vielen lieben Dank dafür schon mal im Voraus. Ein großes Dankeschön gehen auch an Erik und Marco, die meinen Kanal auf Patreon abonniert haben. Die Sticker, verspreche ich, sind bald unterwegs. Ich warte gerade immer noch händeringend auf die Anhänger. Kleiner Teaser, die ersten 40 Abonnenten kriegen auf jeden Fall so einen Sticker. Den werde ich vielleicht später auch nochmal in einer neuen Auflage entsprechend nochmal produzieren lassen. Der ist also jetzt nicht irgendwie einzigartig. Was aber einzigartig ist, ist dieser Sticker. Den habe ich bis jetzt noch keinem gezeigt, außer meiner besseren Hälfte. Und die fand den extrem cool, muss ich sagen. Ich auch natürlich, ja, ist ein holographischer Makeup-Sticker im gleichen Design. Nur natürlich nicht holographisch, werden die Schlüsselanhänger, also auch in diesem Rot mit dem Dunkelblau. Auf die warte ich noch. Diese Sticker habe ich nach den Anhängern bestellt, weit nach den Anhängern. Und die waren vorher schon da. Die Sticker sind leider irgendwo immer noch unterwegs, sind noch nicht angekommen. Ich warte, wie gesagt, händeringend drauf und sobald sie da sind, geht das ganze Paket an alle Unterstützer raus. Von den Schlüsselanhängern gibt es nur 5 Stück für die Patreonen. Den Rest, diese Sticker hier, die Holographic-Sticker, gibt es für die ersten 40 Patreonen. Und den normalen Backup-Bot gibt es natürlich dann auch für alle anderen Patreonen. Ein weiteres Dankeschön. Ich komme halt gar nicht mehr raus aus dem Danken. Aber ein weiteres Dankeschön geht an alle Unterstützer der Kickstarter-Kampagne. Wir haben es so auf den letzten Drücker noch geschafft. Wir haben es rumgerissen mit der Meckorama-Family, die Kampagne gefundet zu bekommen. Ich danke euch wirklich herzlich dafür. Die Unterstützungen gehen oder die Belohnungen gehen natürlich an die Unterstützer so bald wie möglich raus, sobald wir von Kickstarter das Approval haben. Das ist gerade momentan noch im Prozess. Und sobald das dann entsprechend alles freigegeben worden ist und wir dann auch die Materialien bestellen können, werfen wir die Produktion an, mischen das ganze Zeug und dann kriegt ihr eure Belohnungen. Jetzt aber genug der schamlosen Eigenwerbung, fangen wir mal an mit den zwei Druckern. Und ich muss sagen, es ist eigentlich, wenn man es so hört, nichts Spektakuläres, was wir heute vorhaben. Ich zeige erstmal, was für ein Problem ich noch mit dem Ender 3 BLV hier habe. Nämlich, dass dieser hier bei einem Prototypen, den ich gedruckt habe, naja, die Druckqualität ist ehrlich gesagt bescheiden, sagen wir es mal so. Der hat hier wirklich Schrittaussetzer drin gehabt und alles. Und ich schiebe das Ganze jetzt einfach mal, so wie ich es kenne, halt auf den Extruder, weil der ist nicht wirklich hochwertig. Mal ganz ehrlich, den hassen wir doch alle, oder? Der ist nicht gut griffig oben, da kann man nicht schön irgendwie jetzt das Filament einführen. Man hat öfters mal Probleme, wenn man das Filament einführt und das dann sich irgendwo verkantet. Ich habe auch gesehen, der 3D-Printing-Professor auf Twitter hat schon öfters mal ein Bild gepostet, wo dann das Filament sich zwischendrin rausgeschoben hat und sich dann gewickelt hat. Also ist kein guter Extruder, sagen wir es mal so. Er ist günstig, er ist Standard. Ja, ich müsste jetzt hier eigentlich nochmal, um wirklich ein faires Bild abzugeben, nochmal die E-Steps einstellen, aber ganz ehrlich, ich schenke mir das Ganze. Ich habe hier sowieso zwei Bontag-Extruder bzw. zwei Klone, die ich eigentlich für die Vorone bestellt habe. Aber für den Vorone 2.4 habe ich jetzt das Galileo-Set bestellt. Das heißt also, da brauche ich den einen Bontag nicht. Und den anderen hatte ich noch irgendwo übrig. Deswegen nutzen wir die jetzt einfach mal und schmeißen die mal auf die Drucker drauf. Und ich habe noch zusätzlich für den V2, damit der auch endlich mal ein Auto-Level bekommt, und damit ich auch mal einen Vergleich habe zu dem Original Endclaps BL Touch, habe ich mal von Triangle Lab den 3D Touch bestellt. Und das verbauen wir jetzt alles. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, die Halterung für den 3D Touch gedruckt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in den B-Roll. Ich baue die Drucker um und dann sehen wir uns gleich wieder. We'll be right back.
Der erste Extruder ist schon montiert und wie ihr sehen konntet, war das Ganze gar nicht so wild. Schrauben auf, alten Extruder runter, neuen Extruder drauf, Schrauben festziehen, fertig ist das Ganze. Ja, und warum mache ich das Ganze? Nun, ihr seht hier, der alte Extruder kommt einfach bei bestimmten Materialien wirklich aus dem Tritt sozusagen, aus dem Schritt raus. Die funktionieren nicht wirklich. Gerade das Silky Color Morph, was ich letztens vorgestellt habe, hat echt Probleme verursacht. Das heißt also, der Drucker hat wirklich Schritte verloren oder beziehungsweise konnte nicht extrudieren, wo das Material sich dann wirklich verkantet hat oder sonst was in der Richtung. Es war einfach nicht mehr möglich. Wenn ich das Material dann manuell durchgeführt habe, hat man gemerkt, okay, es geht direkt weiter. Und ja, neben dem habe ich noch ein Problem gehabt, dass sich mir hier oben öfter mal in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, aber ich scheine nicht die Einzige zu sein, auf Twitter habe ich mehrere Bilder davon gesehen, dass sich das Material ab und zu auch mal bricht und hier oben herausschlingelt. Ja, oder beim Einführen auch oben herausschlingelt. Und das ist natürlich dann auch nicht ganz schön. Zudem, das Nachfüllen mit dem Extruder ist echt ein Pain in the ass, weil es ganz einfach ziemlich, beschissen von der Position her ist und sich ziemlich bescheiden befüllen lässt. Und dann haben wir immer noch das Problem, wenn es dann hier vorne durch das Getriebe durchgeht, dass es dann hinten auch richtig ins Loch eintrifft. Das ist auch noch so ein Pain gewesen, den ich ab und zu hatte. Klar, mit der Zeit gewöhnt man sich dran, aber es ist alles nicht so schön und es passt alles nicht zusammen. Deswegen wollte ich den Ganzen austauschen und habe mir gedacht, okay, bei der Gelegenheit bekommt der V2 auch noch gleichzeitig dann den 3D-Touch. Weiter geht's im Text. Wie ihr sehen könnt, die beiden Drucker sind umgerüstet und wir müssen sie jetzt nur noch konfigurieren. Das bedeutet, die Extruder müssen eingerichtet werden und der BL Touch. Den BL Touch richte ich über die Firmware ein, das heißt, ich lade mir die aktuellste Marlin-Firmware runter und natürlich eine Beispielkonfiguration für den Ender 3 V2, damit ich nicht alles wirklich komplett konfigurieren muss. Und deaktiviere dort erstmal den Z-End-Stop und aktiviere den BL Touch. Und dann muss man natürlich das Offset für diesen BL Touch passend zur Nozzle einrichten. Das heißt also, den Abstand zur Nozzle auf der X- und auf der Y-Achse. Das könnt ihr entweder mit einer Schiebelehre ausmessen oder wie ich einfach ganz faul aus der Beschreibung von dem Thing auf Thingiverse halt rauslesen. Ich habe es nochmal kontrolliert. Minus 45 und minus 20 passen bei mir. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr die Firmware auf den Drucker schmeißen und direkt losdrucken. Beim Extruder geht es sogar noch einfacher. Und ich habe da wirklich die wildesten Beschreibungen im Internet gefunden, wo man das Ganze an den Computer anschließen muss und irgendwelche wilden G-Codes eingeben muss oder Befehle eingeben muss. Braucht ihr alles gar nicht. Es gibt eine ganz einfache Formel. Alte Extrusion Steps mal 100 durch die neue extrudierte Länge und schon habt ihr das Ergebnis, was ihr braucht, was ihr im Drucker eintragen müsst. Das könnt ihr alles manuell bei den Ender-Druckern entsprechend über das Display eintragen. Es ist relativ einfach zu finden. Bei mir hier ist es über Configuration Advanced Settings und dann dort unter den Steps pro Millimeter. Und ich habe jetzt hier schon mal geschaut, in der Konfiguration ist das der Wert 93. Das heißt also 93 mal 100 plus das, was wir jetzt extrudieren. Das heißt, ich extrudiere jetzt hier erst einmal 100 mm. Aber zuvor habe ich hier eine Knipex mit einer flachen Kante und schneide hier vorne das, was schon extrudiert ist, erstmal flach ab, damit ich wirklich bei 0 anfange und dann Move Axis, Extruder, 10 mm Schritten und dann gehe ich hier auf 100 und sage ja, gib ihm und er fängt an zu extrudieren. Da das jetzt mit einer Übersetzung ist, kommt da nicht so viel raus wie bei dem Standard-Extruder, das ist natürlich logisch. Deswegen müssen wir natürlich die Steps deutlich nach oben schrauben später. Und wir warten jetzt mal gerade einen Moment, bis das Ganze dann jetzt extrudiert ist und dann vergleichen wir das Ganze mal mit dem Original, rechnen das aus und tragen das dann ein. Um jetzt einen relativ genauen Wert von meinem Extruder zu bekommen, habe ich jetzt dreimal 100 mm extrudiert und natürlich, es war klar, ich bekomme jetzt irgendwas so knapp um die 24 mm raus im Durchschnitt, genauer gesagt 23,91. Und dann rechnen wir doch mal 93 mal 100 durch 23,91. Das sind dann 388,95. Und das tragen wir jetzt hier in die Konfiguration ein. Ja, unter Konfiguration, Advanced Settings. Und dann findet ihr hier unten Steps per Millimeter. Und ganz unten die E-Steps. Und die müssen wir einfach nur hochdrehen auf 388,9. Sagen wir mal 388,9.
Bevor ich jetzt nochmal extrudiere, müssen wir noch eine kleine Sache machen, bevor das Ganze beim Ein- und Ausschalten wieder verloren geht. Und zwar das Ganze speichern. Dafür gehen wir in die Konfiguration und sagen Store Settings. Dann gibt es einmal einen hässlichen Pieps. Und damit ist das Ganze auch gespeichert. Und jetzt gehen wir wieder auf Motion, Move Axis, Extruder. Nein, das wollen wir nicht, sondern wir wollen 10 mm extrudieren. Und extrudieren jetzt hier einfach mal 100 mm an Material. Und ihr seht schon, es kommt deutlich mehr Material raus. Allein jetzt in den 2 Sekunden hat er so viel extrudiert wie vorher in der halben Minute. Das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied und damit sollte das auch eigentlich soweit passen. Jetzt warten wir noch mal ganz kurz ab, bis das Ganze dann fertig ist, messen das noch mal nach und dann wissen wir wirklich, ob die Konfiguration, wie wir uns das Ganze ausgedacht haben, denn auch stimmt. Ich glaube mal soweit, ja. Na, wird fertig. Dauert noch einen Moment, er ist nicht der schnellste. So, und da wären wir gelandet. Und dann versuchen wir das dann mal so gerade wie möglich hinzubekommen, damit wir das auch gut messen können. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das Material immer ein bisschen gebogen ist. Aber mal gucken, ich gebe mein Bestes. Schauen wir doch mal rein. Das sind ungefähr 100 mm. Jawohl. 99,995. Das nenne ich doch mal einen Erfolg. Das heißt also, hat funktioniert, die Operation ist gelungen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like auf das Video da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu Patreon. In diesem Sinne, hodl the line, happy printing, ciao.